Ja, rede mit Sailor oder Shaila oder. Nee, Sailor, glaube ich, heißt sie. Ja, hier bei Far Cry Primal Folge 14. Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir ja hier unserem Medizinmann die Hütte gebaut. Und wir müssen ja auch irgendwann mal wieder Ressourcen sammeln, um die Hütten komplett weiter auszubauen. Aber erstmal reden wir mit Sailor, die anscheinend in unserer Höhle ist, so wie es aussieht. Ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Die Dam Shayaugar Saila. Takar Guasham. Guasham, ha. Guarpati Pachas. Tu Guama Parshai. Haita Chawa su Chaudam. Nu, aquí está. Ni Jan has ha Guasham. Chaja. Marwa Udam Waidam. Si shao sinachan. Si warjawa. Di. Klang jetzt ein bisschen falsch. Entschuldigung, ich sah seine Keule. Udam shayar guama dwaya. Geil. Tu sai. Arshi tachislaha. Mal shata. Warbati. Yeah. Ich glaube, wir haben eine neue Keule erhalten. Der nächste Tag. Venjadorf. Aber wir haben doch schon ein paar Tage hinter uns. Das verstehe ich jetzt nicht. Tägliche Rohstoffe sind... okay, rede mit Sailor. Schon wieder? Wir haben doch gerade mit ihr geredet. Naja, erstmal unsere Belohnung abholen. So, es ist voll. Es ist voll, voll, voll. Ah, guck mal hier, Beutetasche. Aha, nehmen wir mal mit. Aha. Dann nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. So, das ist voll. Da können wir auch. Lila Blatt. Können wir mehr. Achso, im Lager ist nichts drin. Fleisch haben wir 20. So, Schiefer. Cosma Schiefer haben wir jetzt 50 wieder in der Tasche oder 49. Bisschen Schilf. Haben wir 30, das ist doch wunderbar. So, sehr schön. Okay, das sind die Dorfrohstoffe, wo wir jetzt uns so ein bisschen ausgerüstet haben. Sehr schön. Selten ist ein... Okay. Ich wollte trotzdem gerne nochmal eben in den Handwerksbereich gucken, was wir da haben. Ach, guck mal, ein Speer. Wir können den Speer jetzt upgraden. Wie cool ist das denn? Und wir haben eine neue Keule im Übrigen. Die macht derzeit einen Schaden von 4, Haltbarkeit 4 und Geschick 5. Aha. Upgrade macht 6 Schaden, 6 Haltbarkeit und 6 Geschick. Dazu brauchen wir aber Südsteinstaub und Südstein und Südahorn. Das hatten wir, ich glaube den Südsteinstaub und Südstein, den hatten wir schon irgendwo gefunden gehabt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Und wir können eine Stachelbombe bauen. Aus Bienenschwarm und Tierhaut. Ah, ist ja krass. Stachelbomben sind mit wütenden Bienen gefüllt. Taschen. Wirf sie auf deine Gegner und lauf. Machen wir mal. Und wir machen natürlich das Upgrade vom Speer. Macht dann 2 Schaden, Haltbarkeit 3 und Geschick 2. Ich vermute mal, die Haltbarkeit wird sich wahrscheinlich darauf auswirken, mit Feuer, wenn man es anzündet, wie lange die halten. Yeah. Survival. Okay, da brauchen wir Jackfell für die Eingeweidetasche, um zu erweitern. Das kriegen wir hin. Und wir haben 7 Fähigkeitenpunkte. Kriege ich das eigentlich gar nicht mit, dass ich hier so viele Fähigkeitenpunkte habe? Wahrscheinlich schon 100 Kommentare unter dem Video. Ey, nutz mal deine Fähigkeitenpunkte. Ja, ja, mache ich ja. So, erhalte einen Gesundheitsbalken mehr. Beweg dich in der Hocke schneller. Drücke Kreis, um die Hocke zu gehen. Das kennen wir ja. Teilweise geleerte Gesundheitsbalken reagieren sich automatisch viel schneller. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Fleisch. Finde beim Sammeln mehr Holzstücke, Stein, Schilfton und Steinstaub. Holzstück und Stein auf Minikarte, das bringt uns eh nichts. Weil wir die Minikarte eh nicht nutzen. Wildkatzen können wir jetzt zähmen. Deine Eule kann Stachelbomben... Was?
und Tobsuchtbomben und Feuerbomben abwerfen? Mit R2 kann deine Eule einen Sturzflugangriff ausführen. Tötet die meisten gewöhnlichen Gegner. Kann eingesperrte Tiere befreien. 80 Sekunden Ausruhzeit. Boah, ich bin echt überlegen. Also ich glaube, das mit den plus 2 Fleisch, das nehme ich mal. Was haben wir jetzt hier? Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Fett und plus 2 Tierhaut. Das mit den Holzstücke, Stein, Schilf, Ton und Steinschaum nehme ich auch mal. Weil wir ja sowieso farmen werden. Beweglich Nauke schneller finde ich auch sehr interessant. Nehme ich auch mal. Dagarasom. Und ein Gesundheitsbalken mehr? Ja, warum nicht? Hat auch direkt 2 Punkte gekostet. Das wird natürlich alles teurer. Gut, haben wir das auch gemacht? Ich habe jetzt keine von den Sachen hier genommen von Tensei. Das werden wir aber nächstes Mal machen. So. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Bevölkerung. Nahkampf. Keulen sind schnelle Waffen, die mit einem Schwung mehrere Ziele treffen können. Speere sind langsam, aber schlagkräftig und treffen Ziele direkt vor dir. Sie sind effektiver, wenn sie geworfen werden. Für schwere Angriffe R2 gedrückt halten und dann loslassen. Betäubt Gegner und richtet großen Schaden an. Brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Ja, das wussten wir eigentlich schon. Was? My marchasar, Winjaman, Ulaikwa, Shuta, Marita. Das ist meine Ansage. Palhuda! Palhuhasmas! Nu, Takar, Massi Hayauda! Nein, ich finde das keine gute Idee. Wir sind noch nicht so viele. Gerade mal, was war da, 28? Und es sind wahrscheinlich viel, viel mehr. Angriff der Udam. Udam Waikas! Udam Waikas! Wow! Was? Wo sind die denn? Ich sehe die. Verdammt. Alter, jetzt gibt's richtig. Jetzt gibt richtig. Jetzt gibt richtig. Hier. Wie kann ich ihn heilen? Hier, für dich. Verteidige dein Dorf. Ja, ich probier's gerade. Es ist ganz schön. Ich muss ehrlich gestehen, es ist ganz schön hektisch gerade, ein bisschen. Ich werde mal die neue Keule ausprobieren. Ja! Was, das Höllentor wird angegriffen? Wo? Ach, da hinten. Oh, 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 da müssen wir hin. Ja! Wir müssen unser Dorf verteidigen. Huch, wie komme ich denn da hoch? Hallo? Hallo? Mein Shanchi! Survival! Uah, ich wurde vergiftet, verdammt. Uah. Komm her. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Wo sind die denn? So. Survival! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gerade ist gerade so unheimlich Action hier im Dorf. Entschuldigung.
mal ein bisschen farmen hier zwischendurch. Wir müssen mal noch das Dorf verteidigen. Wo ist denn hier? Komm her. Hier für dich, Timmy. Ganz brav sein, ganz brav sein. Und wo kommen die denn? Ich sehe überhaupt nichts. Kommen die von hier oder was? Brenn, du Sau. Der vergiftet mich einfach. Der Penner. Timmy ist gut. Timmy, alles gut. Alles gut, Timmy. Warte mal, wie werfe ich denn diese Dings? Kann ich die irgendwie werfen? Oh, oh. Okay, das hat funktioniert. Mit den Bienen. Sehr schön. Aua, aua, aua. Uah, das Dorf brennt, scheiße. Und das war ich in Schuld, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Formiere dich neu mit Seiler. Ja, wenn ich so... Nein! Ich habe aus Versehen unser Dorf angebrannt. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Scheiße. Vielleicht sollte ich nicht so viel mit Feuer spielen. Demnächst. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch den Speer angezündet. Wollte ich gar nicht. Ja, 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 Taka, gleich, Taka. Taka hat gerade keine Zeit. Taka muss Kaka. So. Taka sorgt sich gerade darum, dass die ganzen Hütten hier abbrennen. So, wir müssen dahin, glaube ich. Scheiße. Ich hoffe, die Hütten werden automatisch wieder ganz, weil sonst wäre das echt doof. Hoi. Hoi, hoi. Ja, mach ich. Hoi, hoi. Erreiche das Udam-Lager. Das kriegen wir hin. So, wir werden mit Timmy mal in die Richtung gehen. Wir machen die jetzt fertig. Wir machen die richtig fertig. Habe ich denn noch genug? Ja, ich habe eigentlich alles. Kann ich... Ah, guck mal, ich kann herstellen. Ein Bienen... Eine Stachelbombe. Ich finde es auch nett, dass die Stachelbombe heißt, dass da Bienen drin sind. Finde ich total ulkig. So. Lalalala. Dann werden wir mal... das Dörflein von denen zerstören. Mist, das war keine gute Idee. Ich dachte... Nein! Ah, verdammt. Ich bin gerade zu... Uah. Ich war gerade so ein bisschen zu hektisch mit den Tasten. Es tut mir leid. So, jetzt werden wir das Udam-Lager, werden wir jetzt auslöschen. So wie sie es brauchen. Da oben sind sie schon. Aber erstmal nehme ich Schilf mit. Die Zeit muss sein. So. Da wird sie, glaube ich, gerade auch geprügelt wieder. Was ist das? Hilfe. Komm mit, Timmy. Timmy, komm mit. Timmy, komm mit. Wir müssen hier ganz schnell... Oh, oh. Wir müssen hier ganz schnell weg. Damit die uns nicht sehen, dass wir in das Dorf eintreten. Yeah. Ich, Tarzan, du und Jane, wir gehen in den Dschungel. Dort kann uns keiner sehen. Dort machen wir Bum-Bum. Ach, warte mal eben. Können wir mitnehmen. Bleib stehen! Hey, das hat funktioniert. Aber wir brauchen nämlich noch ein bisschen Rot und Fell. Soweit, wie ich mich entsinnen kann. Mal eben ein bisschen Fleisch knabbern. Bisschen Uha. Yeah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Warte mal eben. Oh.
Uah, nein! Ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut. Aua! Ich glaube, unser Timmy ist gleich schon wieder tot. Kann ich den mal entzünden hier so langsam? Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Aua! Timmy! Timmy, hilf uns! Hilf uns! Hilf uns! Hilf mir! Hilfe! 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 Jo! Ja, Min! Timmy? Timmy? Geht's? Ja, ist ja gut. Guck mal hier. Ja, ganz fein. Oh, ja, fein. Ja. Du bist ein ganz feiner Timmy. Hat du brav gemacht. Ja. Hast du ganz brav gemacht, Timmy. Oh, ist ja süß. Oh. Aber jetzt können wir hier mal gucken, was wir hier bekommen haben. Was war das? Braunbeeren. Deswegen waren die so schwer. Ist ja krass. Ja, und da brennt schon wieder der Busch. Ich habe schon wieder einen Buschbrand gemacht. So, ein bisschen wieder ein paar Pfeile herstellen. Wo müssen wir denn hin? Warte mal, verlassen des Gebietes? Wieso das denn? Kehr zum Missionsziel zurück, sonst scheitert die Mission. Ich muss doch... Ja, da muss ich doch hin. Ich war doch noch niemals im Missionsgebiet. Ich glaub's ja wohl. Diese coole Musik gerade. Ja! Ich komme! Survivor! So. Ist das wieder so ein Ding, wo man wieder... Huch! Schleichen. Wirf Steine mit Digipad nach unten, um Geräusche zu verursachen und Gegner abzulenken. Gehe mit Kreis in der Hocke, so verursachst du weniger Geräusche und verringerst die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Wenn du entdeckt wirst, verstecke dich in der Vegetation, um den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ah ja, okay. Ist da oben schon jemand? Timmy? Timmy, geht das? Ich probiere das mal. Knochenbäume. Okay, wir müssen die Knochenbäume. Zerstöre alle Knochenbäume und töte alle Gegner. Das kriegen wir bestimmt hin. Okay, wir können Gegner ablenken mit Steinen. Das haben wir jetzt erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, wo die Gegner hier auch sind. Ah, warte mal, ich markiere mir die mal eben. Ich vergesse das immer, dass ich die Eule noch in der Tasche habe. In der Tasche, verstehst du? wie war das nochmal mit der Eule rufen? Nee. Wie war das nochmal? Achso, die Gebet nach oben, genau. Okay, gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wo die Gegner sind. Und los geht's, der Kampf. Survival. Ich glaube, da ist sogar ein großer, ein fetter ist da sogar dabei. Ein richtig starker Gegner. War das nicht der, der bei uns war? Ich glaube, oh. Komm mit, Timmy. Timmy, komm weg hier. Wir müssen das ein bisschen anders angehen. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich, da rumzugehen. Deswegen mache ich mal einen großen Bogen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Grünblatt nehmen. Ja, machen wir doch mal. Schon einmal dabei sind. So. So, wir wissen ja, wir können Gegner ablenken. Ich würde das mal brennend interessieren, ob die dann auch dahin laufen, wo wir die Steine hinwerfen, wenn sie die hören. Da bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir mal. Der hat es, glaube ich, gehört. Ich glaube, der andere auch. Alle haben es gehört, oder? Aber der guckt dann... Ah ja, okay, die beiden gehen dahin.
Okay. Da oben steht auch jemand, aber den werde ich, glaube ich, nicht treffen von hier. Scheiße, fuck. Ich glaube, den können wir eiskalt erledigen hier. So, warte mal. Okay, das haben sie natürlich bemerkt, ist klar. Das haben sie natürlich bemerkt, aber sie wissen natürlich jetzt nicht von wo. Sie wissen auf jeden Fall, hier ist jemand. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir... Alter. Sie suchen... Okay, wir müssen weg hier. Sie suchen natürlich jetzt erstmal die Umgebung ab, ist klar. Sehr intelligent. Das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal ein bisschen zurückziehen. Dass wir den nächsten erstmal erledigen. Vielleicht können wir uns hier einen irgendwie aus dem Hinterhalt schnappen. So, warte mal, da sind zwei. Kommen die hier hoch? Wo sind die? Okay, die anderen beiden gehen wieder zurück. Scheiße, fuck. Die haben uns gesehen. Scheiße, scheiße. Komm her, Timmy. Timmy, komm her. Timmy, komm her. Versuchen uns mal so ein bisschen im Dickicht weiter zu verstecken. Mein Gott, ist das spannend gerade. Wir haben den einen auf jeden Fall angeritzt. Ist einer hier oben jetzt gerade oder wie ist das? Oder? Oh, 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 oh. So, den haben wir schon mal. Was? Komm mit, Timmy. Wir haben uns zwar gesehen, aber wir werden uns wieder ganz eiskalt verstecken. Komm her, Timmy. Scheiße. Timmy ist tot. Scheiße, Timmy ist tot. Fuck. Warum kam Timmy denn nicht mit? Ich verstehe es nicht. Mach ihn doch! Warum hat er denn jetzt nicht zugeschlagen? Wir müssen eben Timmy retten. Moment. Timmy! Oha. Oha. So. Haben wir schon mal erledigt. Sehr schön, Timmy. Hast du ganz brav gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein kleiner Timmy. Mein kleiner Timmy, ich bin sehr stolz auf dich. Stimmt, wir hätten ja auch die Bienen, die Stachelbombe nehmen können, ne? Ich glaube, das war's. Ich glaube... Die haben wir alle erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die Dings zerstören. Das machen wir mal eben auf die Schnelle. So. Oder kommen jetzt noch mehr? Kann das sein, dass noch mehr kommen? Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aua, 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 das tat weh. Es kommt tatsächlich jemand, das gibt's doch nicht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das war... Ich kletter jetzt erstmal eben schnell hier rauf und dann gucken wir mal, dass wir jetzt schnell oben das Dings erledigen. Die Udam-Knochen. Unten sind zwar Gegner, aber ist mir jetzt egal, weil sind Wenya-Kollegen. Oh. Ah, die Keule geht also auch so kaputt. Ist ja faszinierend. Wie komme ich denn hier runter wieder? Ah, hier.
Tötet die übrigen Udam-Krieger. Das kriegen wir auch noch hin. Das machen wir auch noch. Jetzt kehre ich zum Dorf zurück. Angriff der Udam abgeschlossen. Ja. Jawohl. Sehr schön. Oh mein Gott. Das war ja mal eine richtig spannende Folge, was hier abging. Das ist unfassbar. Udam Guanta? Ja. Udam Mari. Ul. Patiguaifa. Apa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udam Mari. Winja Baltasha. Guaifamas. Shaus Uls Dawson. Sana Quaida Shanchi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Gartichi Napa. Udam Uls Wut. Der Kampf um Oros beginnt. Winja. Die vermissten Venya. Drücke das Touchpad, um das Kartenmenü zu öffnen. Vermisste Venya mit einzigartigen Fähigkeiten wurden zuletzt in den markierten Gegenden gesehen. Durchsuche Oros und bringe diese begabten Venya in dein neues Dorf. Ja, das heißt also, wir müssen jetzt quasi wie die RTL-Soap vermisst, müssen wir jetzt vermisste Venya finden. Und Karosch der Krieger. Und Voga, der Handwerker. Wo gehört sie? Ein bisschen aus wie Bob der Baum. Ah ne, guck mal, das sieht doch ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann von der Coca-Cola-Werbung. Naja, wie dem auch sei, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben jede Menge zu tun, denn wir wurden angegriffen und wir müssen uns rächen. Aber das machen wir, denke ich mal, in einer weiteren Folge. Let's play Far Cry Primal und ihr schaltet dann wieder ein. Ich freue mich. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.